Hallo und herzlich willkommen zurück, Freunde. Weiter geht's mit Dark Souls 3. Da hinten sind wir vor ein paar Parts etliche Male gestorben. Oh mein Gott, war das ein Quark. Naja. Okay, wir sind jetzt hier im Irithyll, wie auch immer, des Nordwindtals. Ich habe das erste Leuchtfeuer hier schon mal freigeschaltet, das nächste auch. Also ich weiß, wo es lang geht. Allerdings dann nicht mehr. Ich habe nur bis zum nächsten Leuchtfeuer gespielt und kurz mal in ein anderes Gebiet reingeguckt. Also schau mal, vielleicht wird sie noch mal blind. Je nachdem, wie lange ich jetzt hier aufnehme. Ist ein relativ gefährliches Gebiet hier. Die Gegner, die haben es schon in sich. Hauen einem hier auch Feuer um die Ohren. Deswegen schaue ich gerade mal. Was ist das? Eigentlich würde ich unheimlich gern den mal ablegen und den Flammen Steinplattenring anlegen. Genau. Oh, hier ist noch was. Schon wieder eine Seele. Sehr schön. Ja, dann werden wir mal rein hier. Schauen wir mal, wie wir hier durchkommen. Ob wir hier überhaupt durchkommen. Ha, ist ja immer so eine Sache, ne? So, hier ist schon mal die erste fiese Stelle, ja? Wenn man hier einfach reinrennt, hat man es dann irgendwann mit drei Gegnern zu tun. Und wie gesagt, die Jungs hier, die sind gar nicht so verkehrt. Aua. Willst du mal das Schild hier unten gehabt? Und schon. Und schon ist die Hälfte der Lebensenergie weg. Hohe Priester Krummschwert, schön. Was man hier übrigens auch ganz gut farmen kann, sind Scherben. So, jetzt hier auch nicht einfach reinrennen. Hier kommt noch einer um die Ecke. Ne? Wo ist der? Da oben steht er nämlich. So, am besten schauen wir vielleicht mal, dass wir uns den da pullen. Ah, man sollte ihn dazu natürlich auch treffen. Einfach so geht das natürlich nicht. Und die machen jetzt hier auch noch so einen Quark hier. Kommst du jetzt her, oder was? Nee, will er nicht. Ich regle das hier auch gerne mit dem Bogen. Ist mir feilreich genug dabei, Kollege. So ist das nicht. Aber ständig daneben schießen ist dann doch nicht das Beste, was man hier. Ach nee. Baller hier ständig daneben. Jetzt komm mal her. Verschwindet der wieder? Ich will halt den anderen da nicht polen, ne? Der da um die Ecke steht. Komm mal ran hier auf den Meter. Jawohl, genau. Ja, genau. So haben wir das gern. Da kannst du dich auch austoben. Ne? So, aber schön hier auf der Ecke bleiben, bitte. Ja, das am besten nicht machen. So. Das haben sie alle drauf hier. So, Tschüssing. Okay, an dem haben wir uns jetzt ziemlich lange aufgehalten. Hier kommen wir natürlich wieder nicht rein. Ja, das ist schon wieder diese Meldung, die mir jedes Mal eine Hassfalte ins Gesicht trägt. Lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Schön. Danke. Was steht hier? Bereit, aber Loch. Ach so, das hätte ich jetzt übersehen. Dankeschön. So, gut. Ja, wie gesagt, da steht halt noch einer, ne? Das hätte eigentlich ein Backstep werden sollen. Hätte, wenn aber, ne? Ist aber nicht. Das auch. Ah! Jetzt aber. Oh, der ist noch tot. Der ist noch nicht tot! So. Okay,
Gut, jetzt haben wir hier schon mal zwei Estos verloren. Das ist natürlich schon mal sehr unangenehm. Aber wir haben ja noch neun. Ne? Große Zyanidscherbe kann man hier auch. Ich glaube, das droppen die sogar auch. Jetzt nicht jedes Mal, habt ihr ja gesehen, aber ab und an kann das schon mal passieren. So, bis zum ersten Leuchtfeuer übrigens, ne, ist das schon ein sehr, sehr, sehr beschwerlicher Weg. Weil man hier ständig mit diesen Rittern, die wir hier gerade hatten, zu tun hat. Und jetzt kommt noch ein neuer Gegner dazu. Also nicht, der ist jetzt nicht so gefährlich hier, aber da kommen jetzt noch Jungs, die hauen einem halt Feuer um die Ohren, ja. Und das ist sehr unangenehm. Eigentlich müsste hier einer rumlaufen. Theoretisch. Aber hier ist keiner. Nein! Oh. Genau daneben gepfeffert hier. Mann, Mann, Mann. Wo ist der? Da, da kommt er. So, also die sind schon sehr, sehr mies. Jetzt, ja, jetzt hat er mich schon im Blick hier. Aber, ja. Und wenn man da jetzt natürlich auch die ganzen anderen Jungs hier an der Backe hat, ist das, macht es die ganze Sache natürlich nicht einfacher. Wir flüchten mal. Übrigens, der Feuerzauber, der den macht, ne? Der hat eine krasse Reichweite. Und ich hämmer hier schon wieder daneben. Das gibt's ja gar nicht. Die sind medium gefährlich hier. Das ist nisch, ne? Aber der Feuertyp da oben, der kann schon ganz schön wehtun. Hoppala. Da. Mit seinem ganzen Feuerkrempel hier. Gute ist, dass die gar nicht so viel aushalten. Und wie ihr gerade gesehen habt, dass man die so ein bisschen stunnen kann, wenn man draufhaut, ne? Hier auch aufpassen. Ganz oben im Bildschirm habt ihr es bestimmt gerade gesehen. Da steht auch nochmal so ein Kollege. Ne, der kann er da doch schon mal überraschen. Da jetzt ganz oben im Bild seht ihr es direkt über dem. Ich stelle mich hier auch ein bisschen dumm an, gerade. So, dann können wir hier noch looten. Große Seele, schön. Jetzt nochmal was trinken. Und da waren es nur noch sieben. Ja. So langsam schwinden meine Estos hier. Eisblauer Moosklumpen. So, hier am besten durchrennen. Und hin zu dem. Auch wieder mega unangenehm gemacht eigentlich, ne? So. Hier liegt noch was. Was haben wir hier? Wieder eine große Scherbe, sehr schön. Ich habe jetzt übrigens das Claimer auf plus 6. Als nächstes bräuchte ich. Wo bleibe ich denn jetzt hier hängen? Als nächstes bräuchte ich diese Titanitbrocken, um das weiter aufzuwerten. Und das Claimer gefällt mir hier auch sehr gut, wenn ich ehrlich bin. So. Tschüssikowski. Bisher so in den Dark Souls Spielen das Claim eigentlich nie benutzt, aber hier gefällt mir das überraschend gut. So, die bringen auch gleich mal 900 Seelen, das ist natürlich auch schön. Schild des Hohepriester-Ritters. Was macht das? Wo haben wir es denn? Hier, Schild des Hohepriester-Ritters. Ist gegen Blitz, gegen Dunkel und gegen Magie gut. Hat aber keine 100% physische Abwehr. Da fällt mir ein. Das haben wir beim letzten Mal aufgehoben, glaube ich, ne? Schild des Verlangens. Es ist sogar ein bisschen leichter, aber hat auch weniger Haltung.
Nee, wir bleiben mal. Das schwarze oder Schild gefällt mir. Das finde ich gut. Ha! Ich bei Dark Souls 1 habe ich das auch benutzt. Ne? Also fand ich gut. So, hier ist normalerweise so eine Funkelechse. Ne? Also da schnell hinrennen, platt machen. Es gibt Funkeltitanit. Habe ich mir jetzt schon geholt. So, hier noch was? Nö. So, die Stelle hier ist auch relativ fies. Hier sind zwei so eine Priester und so ein Feuerding. So ein Feuerritter Typ. Nochmal eine große Scherbe, schön. Ja. Also hier. So habe ich es beim letzten Mal gemacht. Die einfach mal loslaufen lassen. Und dann kann man sich die einzeln rauspicken. Wenn man trifft. Wenn man trifft. Wie gesagt, wenn man trifft. Wie weit fliegt das Ding eigentlich? Gar nicht so weit. Ja, das klappt diesmal natürlich nicht. Das hat schon mehr Vorführeffekt hier, ne? Jetzt komm nochmal her hier. Jawohl. So, die stürmen ja sowieso mal gleich auf ein Los hier. Der Angriff ist sogar fast für die ein kleiner Nachteil, ne? Weil, wie der durch ist, dauert das ewig, ne? Jetzt der andere eigentlich auch mal? Was machen hier mit dem Bogen eigentlich Schaden? Wow, 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 wow. So. Jawolli. Das hatte ich noch nicht. Da hämmert der mich hier einfach weg. Das ist ja gar nicht. Okay, schlürfen. Weg, weg, weg. Ja, da ist das Schwarzritterschild natürlich sehr gut. Weil das eine hohe Feuerverteidigung hat, ne? Das wird X. So, einen haben wir schon mal. Weg hier. Ist den anderen auch gleich erwischt, oder was? Nee, nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. So. So, gut, hätten wir die auch. Ich weiß gar nicht, wie man an diese Tür rankommt, ehrlich, das habe ich nicht rausgefunden. Und da müsste man ja hier in dieses Gebäude reinkommen. Vielleicht von unten oder was? Also ich habe echt keine Ahnung. Hier können wir auf jeden Fall looten. Und ja. Das war genau der richtige Zeitpunkt, um eine Essence zu nehmen. Ich wollte es gerade eigentlich noch sagen, hier ist noch so ein Friemel. So, was liegt hier? Seele eines Kampfes müden, stand da, oder? Kampfes müde? Ja, ich glaube schon. Kampfes müden Kriegers. So, da oben rauf, ja. Wie kommen wir da hin, ne? Das ist jetzt auch wieder so eine Frage. Oh, oh. Trinken. So. Den habe ich ganz vergessen. Da ist ja noch einer. Nervt übrigens manchmal dieses Lock-System hier tierisch an, muss ich mal ganz ehrlich sagen, weil der teilweise nicht einloggt, wenn man direkt in der Nähe von dem Gegner steht. Was ist denn? So. Blitzender Edelstein, da hoch möchte ich. Beziehungsweise ich will, dass das da runterkommt. Das wäre schön. Achso, übrigens, hier ist eine versteckte Wand. Die habe ich natürlich jetzt auch schon durchbrochen. Kann man auch noch was looten. Magie, Klauenring. Hier runterspringen bringt gar keine Punkte. Da kommt man nur wieder nach da vorne. Ich weiß gar nicht, ob hier hinten noch was war. Nö. Und hier wieder, ne? Altes Spiel.
lässt sich nicht von dieser Seite öffnen. Hier haben wir ja gerade schon gelootet. So, also wenn einer eine Ahnung hat, ob man hier jetzt schon irgendwie anders weiterkommt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich weiß es nicht. Aber, hier liegt was. Nochmal eine Seele. Aber wir können uns auf jeden Fall aufmachen in Richtung nächstes Leuchtfeuer. Das wäre hier hinten. Hier unten liegt noch was. Nochmal eine große Scherbe. Sehr erfreulich. Warte mal, da ist das Leuchtfeuer. Wo geht's denn hier hin? Nirgends. Okay. Da gibt's noch was zu looten. Beweis der Ehrfurcht. Kann man hier irgendwas machen? Jo, ja, jetzt können wir hier eigentlich nur noch hier lang. Also soweit wie ich das jetzt erstmal beim ersten Spielen hier gesehen habe. Hier um die Ecke liegt noch was. Verzeichnis der Ritter. Jetzt gucken wir uns alles mal in Ruhe an. Vielleicht machen wir mal eine extra Folge, wo wir uns die ganzen Items mal durchgehen. Hier hinten liegt noch was. What's this? Überreste plündern. Schwindende Seele. Das. Oh, ja. Da ist gleich noch einer. Die sind auch fies, die Jungs hier. Vor allem, was der Schaden gemacht hat, oder? Was steht hier? Schaden voraus. Ja, hat er recht, ne? Da muss man hier immer ein bisschen aufpassen. Dass man hier nicht überrascht wird. So. War richtig clever. Wie ich diese Viecher hasse, ne? Heimkeck noch. Und einen untoten Knochensplitter. Na, das ist doch erfreulich. So, was liegt hier? Noch eine schwindende Seele. Vielen Dank. Jo, da würde ich mal sagen. Kann man hier runterspringen? Ab zum Leuchtfeuer nochmal, setzen wir uns da mal ran, machen einen kleinen Cut und im nächsten Video gehen wir dann hier die ganzen Wege hier unten mal ab. Da wird's dann noch ein bisschen blind, hier geht's ja hoch. Wo geht's denn hier hin? Es ist so dunkel hier. Hurra für Mond. Ja, Jo. Okay. Entschuldigung. Vision von sinnlos. Naja, ja, das muss ich bewerten. Das gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. Sinnlos. Sehr schön. Okay, hier war nichts weiter. Anscheinend gut. Wir setzen uns ans Feuer und sehen uns im nächsten Part wieder. Ich danke euch fürs Zusehen.